Ja, 3-2-1 Sieg des VfL Rede hier in Uetersheim. Jetzt haben wir den Trainer von Rede, Manuel Jara, hier. Nach dem Hinspiel haben Sie gesagt, Sie haben alles falsch gemacht, heute alles richtig gemacht. War ja ein hochverdienter Sieg. Ja gut, die Umstände, die kommen nicht unbedingt unserem Spiel entgegen. Wir mussten den Spielern in der Halbzeit sagen, weniger Fußball zu spielen in der ersten Halbzeit. Das kommt selten bis gar nicht vor. Wir müssen natürlich den Platz annehmen und ähnlich machen wie Uetersheim beim Ausgleich. Ja, ich denke einfach, die Jungs haben einen Charakter bewiesen, haben den Platz angenommen, den Kampf angenommen und vorne in der gegnerischen Hälfte dann auch versucht, Fußball zu spielen. Und für uns natürlich ein ganz wichtiger Sieg, weil wir jetzt schon davon ausgehen, ich sag mal mit 30 Punkten, diejenigen, dass sie uns dann nicht mehr holen. Da oben, wir gucken immer noch nach unten, ist ja schlimm in der Liga mit den ganzen Absteigern und immer noch Stress. Aber jetzt ist man schon ein bisschen entspannter und ich denke 4-5 Punkte, dann ist da auch ganz der Haken dahinter. Ja, der Ingmar sagte gerade, wir trainieren die ganze Zeit auf dem Rasen und auch von draußen hat man nicht feststellen können, welche Mannschaft hier noch um den Abstieg kämpft und für welche es um nichts mehr geht. Hat sich das gewundert, die etwas lasche Einstellung vielleicht auch? Ja, also der Uetersheimer natürlich. Ja, kann ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Ich denke auch, dass die Jungs sich vorne reingehauen haben in die Luftkämpfe und versucht haben, das umzusetzen, was gefordert war, dahinter einzulaufen, die Bälle zu holen. Also so leicht haben sie es uns nicht gemacht. Wir hatten Mittwochspiele schon dabei. Da hatten wir Probleme, irgendwo auf Temperatur zu kommen, die Motivation hochzuhalten. Das war heute halt nicht der Fall von der ersten Sekunde an. Und dann haben wir natürlich 2-3 Stützen auch in der Mannschaft, die den Kampf annehmen und dann weiter versuchen, Fußball zu spielen und für uns ein immens wichtiger Sieg heute. Okay, dann vielen Dank, gute Saison noch und ja, machen Sie das Beste draus. Ja, danke schön. Danke. Euch auch. Danke. Ciao.